So, es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr. Damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Trading Insights Webinar. Und ja, nachdem wir schon am Donnerstag natürlich das letzte Trading Insights Webinar gemacht haben, heute der erste Sonntag des Monats, also findet direkt das nächste Webinar statt. Und ich freue mich natürlich, dass ihr auch heute an diesem wunderschönen Morgen, wo sich die Sonne endlich mal wieder blicken lässt, auch hier mit dabei seid. Ja, wie ihr schon hören könnt, mein Name ist Ingmar Königshofen. Ich bin heute direkt am Mikrofon. Der René wird eventuell heute nicht mit dabei sein. Vielleicht stößt er später noch dazu und wird noch zu dem einen oder anderen Markt etwas sagen. Ansonsten werden wir heute zusammen natürlich wieder über den DAX sprechen und ihr habt die Möglichkeit, natürlich auch wieder Fragen zu stellen zu bestimmten Rohstoffen, Währungen, Indizes und so weiter. Und ich werde schauen, dass ich zwischendurch immer wieder mal nachsehe, welche Werte euch interessieren und diese dann entsprechend aufgreifen. Ja, ich selber bin gestern Abend aus Wien zurückgekommen. Gestern war in Wien Börsentag und dort hatte ich einen Vortrag gehalten, bin dann gestern zurückgeflogen und heute geht es dann schon direkt wieder weiter. Gestern habe ich eben wieder entsprechend vorgestellt, wie ich im mittelfristigen Trading unterwegs bin mit der Entwicklung verschiedener Strategien. Wir haben verschiedene Märkte besprochen, unter anderem den DAX, aber auch Sojabohnen, Mais und so weiter. Also die Märkte, die momentan für mich als interessant sich erwiesen oder erweisen. So, und auch heute, wie ich eben schon gesagt habe, werden wir uns natürlich wieder verschiedene Märkte anschauen und noch auch mal auf das ein oder andere Produkt blicken, welches sich momentan anbieten könnte. Wenn ihr auch da Fragen habt, natürlich jederzeit fragen. Ihr wisst ja, dass ich gerne auch Discount-Optionsscheine vorstelle und sollte da mal etwas unklar sein, dann habt ihr natürlich auch während des Webinars hier die Möglichkeit, immer Fragen zu stellen. Auf der rechten Seite habt ihr ein Bedienpanel von dieser Software GoToWebinar und dort gibt es die Rubrik Fragen. Dort entsprechend immer reinschreiben, wenn irgendetwas unklar sein sollte oder aber auch diese Webinare werden im Nachgang auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Da habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, unterhalb der Videos in den Kommentaren zu posten. Nochmal ganz kurz dazu. Mein YouTube-Kanal heißt IK Invest. Ich werde den Link gerade auch direkt mal hier in den Chat reinkopieren und dort könnt ihr dann entsprechend einfach draufklicken auf diesen Link und ihr müsstet dann dort, wo bei mir Kanal anpassen und Videos verwalten steht, müsste bei euch stehen, abonnieren, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Da draufklicken, dann da rechts daneben öffnet sich eine Glocke. Die Glocke aktivieren, dann müsstet ihr immer eine Info bekommen, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und ich hatte gerade eben kurz vor Start des Webinars noch das Webinar vom Donnerstag hochgeladen. Das war jetzt ein bisschen zeitverzögert, weil ich eben dann am Freitag nach Wien musste. Und ich muss ja auch immer schauen, zu welchen Terminen ich dann losfliege, damit ich entsprechend auch mein Daytrading ja, betreuen kann. Und dann kann es manchmal sein, dass ja aufgrund solcher Tatsachen auch mal ein Video ein, zwei Tage später erscheint. Sorry dafür. Es ist auf jeden Fall jetzt hochgeladen. Könnt ihr euch dann nochmal im Nachgang anschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Und auch dieses Webinar wird natürlich dann heute noch auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ja, wie könnte es im DAX weitergehen? Wir hatten beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen. Da hatten wir auch gesehen, dass René und ich momentan eine unterschiedliche Meinung haben zu den Aktienmärkten. Der René tendenziell bullig. Er geht davon aus, dass jetzt im April, vor allem jetzt bis Mitte April, die Aktienmärkte weiter steigen sollten. Ich hatte ja schon beim letzten Mal aufgezeigt, dass ich eher davon ausgehe, dass es hier mal eine deutlichere Korrektur geben könnte. Vor allem hatte ich betont, dass ich mal warten würde, ob eben dieses letzte Zwischentief, welches wir hier gesehen haben, bei 18.280 in etwa, ob das nach unten durchbrochen wird, denn dann könnte eine weitere Abwärtswelle folgen. Und am Freitag kam es eben dazu, die 18.280 wurden nach unten durchbrochen und dann sind wir eben deutlicher zurückgekommen. Also der Markt ist danach nochmal circa 100 Punkte zunächst mal abgesackt und ich gehe davon aus, dass diese Abwärtsbewegung auch weiter fortgesetzt wird. Allein aufgrund der Charttechnik sieht man schon, dass wir jetzt zumindest mal kurzfristig in einen Abwärtstrend übergegangen sind. Und meine nächsten Kursziele, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, wären zunächst einmal bei 18.000 Punkten und anschließend im Bereich 17.600 bis 17.800. Da haben wir hier diese Unterstützungszone, war in der Vergangenheit ein Widerstand. Wie man hier sehen kann, hat sich der Markt hier in diesem Bereich etwas aufgehalten. Danach kam aber der Ausbruch nach oben.
auf die neuen natürlich weiter fortgesetzten Allzeithochs. Sollte es jetzt wieder zurückfallen unter die 18.000-Punkte-Marke, dann wäre das zumindest ein erstes Auffangbecken, die 17.600 bis 17.800. Und wenn es weiter runterlaufen sollte, dann wären meine nächsten Kursziele im Bereich bei 17.400 und danach 17.100 bis 17.150. Da haben wir ja auch noch dieses offene Gap hier von Mitte, Ende Februar, als der Markt dann hier nach oben weggesprungen ist. Da haben wir also diese offene Kurslücke. Und ja, das könnte, wenn wir in diese Richtung zurückfallen, ein Anziehungspunkt sein, dass wir dann nochmal diese Kurslücke schließen, also bis in den Bereich 17.100 bis 17.150 zurückfallen. Darunter wäre dann natürlich die nächste größere Unterstützung bei 17.000 Punkten. Das war ja ein massiver Widerstand in der Vergangenheit. Wir sind im Dezember an die 17.000-Punkte-Marke herangelaufen. Wir sind dann im Januar an die 17.000-Punkte-Marke herangelaufen, Anfang Januar, dann auch Ende Januar, dann Anfang bis Mitte Februar. Immer wieder haben wir uns da in der Region um 17.000 Punkte aufgehalten, bis dann eben dieser Ausbruch nach oben erfolgte. Also das wäre dann schon eine deutliche Unterstützung, aber da sind wir ja momentan auch knapp 1.200 Punkte entfernt. Und sollten wir jetzt wirklich in den nächsten Handelstagen weiter zurücksetzen, dann haben wir bestimmt dann am Donnerstag auch wieder Zeit, über den DAX zu sprechen und uns eben anzuschauen, wo die nächsten Marken sind, wo der Markt drehen könnte. Aber bis dahin ist etwas Zeit. Auch natürlich punktemäßig sind wir da relativ weit entfernt. Aber man sieht auf der anderen Seite natürlich auch an diesen fetten roten Kerzen, wie schnell dann auch ein Markt mal deutlich zurücksetzen kann. Ja, das ist ja das, was dann viele vergessen. Und ich hatte es ja schon das ein oder andere Mal auch hier im Webinar und auch in anderen Webinaren angedeutet und auch gesagt, die Volatilität war total im Keller. Und es gibt dann eben Personen, Trader, die denken, das geht jetzt immer so weiter, die Volatilität bleibt so. Und dann gibt es andere, dazu zähle ich mich, die davon ausgehen, dass die Volatilität auch irgendwann wieder sprunghaft ansteigen wird. Das war zumindest immer in der Vergangenheit der Fall. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft der Fall sein wird. Man weiß eben nur natürlich nicht, von welchem Level an dann entsprechend auch die Volatilität mal wieder anzieht. Aber dann sieht man, wie schnell es gehen kann und der Markt auch mal an einem Tag 200-300 Punkte zurücksetzt. Und das ist ja noch relativ überschaubar. Wenn die Vola weiter anziehen sollte und dann auch mal richtig Druck in den Markt kommt, dann kann es auch mal am Tag 600 Punkte fallen. Ist ja gar keine Frage, ist ja prozentual bei den Ständen, wo wir momentan sind, auch nicht die Welt. Aber damit muss man eben rechnen, dass sowas dann eben auch mal passieren kann. Vor allem dann, wenn die Vola wieder anzieht und vielleicht der ein oder andere aus Position aussteigen muss, also große ETFs oder Fondsgesellschaften oder wer auch immer, die dann eben ja bei erhöhter Volatilität Positionen vielleicht auch zunächst mal schließen müssen, wenn das Risiko zunimmt und so weiter und so fort. Und das könnte natürlich diesen Effekt nach sich ziehen, dass dann entsprechend der Markt auch mal deutlicher unter Druck kommen könnte. Also nochmal, allein aufgrund der Charttechnik 18.000 das erste Ziel, dann die 17.600 bis 17.800. Und sollte es dann weiter runterlaufen, dann wäre eben die Marke um 17.400 zunächst einmal zu nennen und dann die 17.100 bis 17.150 Punkte Marke. Also, das wäre dann entsprechend eine charttechnische Analyse, aber wir wollen ja nicht nur auf die Charttechnik blicken, sondern uns auch verschiedene Filter ansehen, wie zum Beispiel die Wahljahre oder aber auch den Dekadenzyklus. Dekadenzyklus der USA für den Dow Jones, da könnt ihr euch noch vielleicht daran erinnern, dass wir uns das eben schon relativ häufig angeguckt haben und dort konnte man eben wunderbar sehen, dass eben bis Mitte des Jahres, vor allem bis Ende Mai, der Markt durchaus nochmal zur Korrektur neigen könnte. Also guckt man sich das hier nochmal an. Wir haben unten rechts auf der X-Achse steht, ja, endet mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt sind wir im Jahr 2024, also das Jahr endet mit einer 4 und wir sehen eben in diesen Viererjahren von 1897 bis 2020 hat der Dow Jones dazu geneigt, am Jahresanfang deutlich zu steigen. Dann gab es einen Rücksetzer bis Ende Mai in etwa, dann wieder einen Anstieg, dann wieder einen Rücksetzer bis in den Herbst, um dann ein Jahresendrally zu starten. Also diese Viererjahre zeigen zunächst einmal Chancen auf beiden Seiten in diesen Jahren entsprechend an. Aber ja, der Dekadenzyklus, ich habe es schon oft gesagt, das ist jetzt nur ein Vorfilter, den man sich mal so nebenbei anschauen kann. Ich würde jetzt natürlich keine Trades aufgrund nur dieses Dekadenzykluses tätigen. Aber interessanterweise zeigt er jetzt zunächst einmal bis Ende Mai in etwa abwärts. Schaut man dann als nächstes auf die Wahljahre der USA für den Dow Jones, dann sieht man eben ebenfalls, dass bis Ende Mai jetzt mit einer Abwärtskorrektur zu rechnen sein könnte.
Und zwar haben wir hier ein Zwischenhoch Anfang April, dann startet eine deutlichere Abwärtsbewegung bis Ende Mai, um dann wiederum deutlich anzusteigen. Aber wir sind jetzt eben gerade Anfang April, also das könnte schon mal dafür sprechen, dass jetzt eine gewisse Abwärtsbewegung, ja, vollzogen werden könnte. Wir haben zum einen den Dekadenzyklus für den Dow Jones, der abwärts zeigt, und wir haben eben hier diese Wahljahre von 1900 bis 2016, die ebenfalls jetzt abwärts zeigen. Und vielleicht das nochmal kurz zu erklären. Es geht darum, dass man sich nur die Wahljahre anschaut. Und wir sind ja dieses Jahr in einem Wahljahr. Und so sehen die Wahljahre der letzten 116 Jahre im Durchschnitt aus. Nicht der letzten, das letzte ist nämlich nicht drin, wie ich sehe, 2020. Also ein Wahljahr ist jetzt hier ausgeklammert. Aber so sieht der durchschnittliche Verlauf aus in den Wahljahren. Ab Mitte Februar nochmal eine deutliche Aufwärtsbewegung bis Anfang April. Das hat ja wunderbar hingehauen. Und jetzt dann eben von Anfang April bis Ende Mai abwärts. Und da darf man gespannt sein, ob das natürlich in diesem Jahr dann auch entsprechend so eintritt. Zumindest kam der Markt jetzt seit Anfang April mal etwas zurück. Ähnlich sieht das auch aus für den DAX. Wir sind hier bei den US-Wahljahren umgemünzt auf den DAX. Also es geht hier nicht um die Bundestagswahlen, sondern um die US-Wahljahre. Und wie sehen die für den DAX aus? Und das wird einen jetzt nicht überraschen. Natürlich sehr ähnlich, wie wir das auch gerade bei den US-Märkten gesehen haben. Also bis Anfang April in etwa soll es eine Aufwärtsbewegung geben. Dann bis Ende Mai eine Abwärtsbewegung, um dann wieder anzusteigen. Also auch für den DAX könnte es jetzt eine entsprechende Abwärtsbewegung geben. Und schlussendlich schauen wir noch auf den Fear and Greed Index, also auf das Sentiment, was für mich ein klarer Kontraindikator ist. Und da sind wir in den USA im Greed-Bereich und gerade letzte Woche am Donnerstag, jetzt muss ich kurz überlegen, wann das war, wann ich die Präsentation erstellt habe für Wien, vielleicht war es auch am Mittwoch, da sind wir in den neutralen Bereich zwischenzeitlich übergegangen. Wir waren ja die ganze Zeit im Greed- und Extreme-Greed-Bereich unterwegs beim Sentiment. Dann eben kamen wir durch diesen Abverkauf, den wir gesehen haben in den Märkten, zumindest mal in den neutralen Bereich. Aber am Freitag jetzt ist dann wiederum das Sentiment in den Greed-Bereich, in den Gier-Bereich gesprungen. Und das, obwohl jetzt die Märkte mal etwas unter Druck gekommen sind. Kurzfristig, auch das als Kontraindikator, zeigt mir an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Also, wir wollen zusammenfassen, der Dekadenzyklus zeigt bis Ende Mai abwärts. Der Vier-Jahres-Wahlzyklus für den Dow Jones zeigt bis Ende Mai abwärts. Der US-Wahlzyklus für den DAX zeigt bis Ende Mai abwärts. Das Sentiment ist positiv. Also auch das zeigt an, dass wir kurzfristig eine Abwärtsbewegung sehen könnten. Und wir sehen auch hier natürlich im Chart, dass dieser jetzt angeschlagen erscheint, der DAX, und dementsprechend eine Korrektur folgen könnte. Wie gesagt, erstmal 18.000, 17.6 bis 17.8 und danach 17.4 und 17.1 bis 17.50. Und die 17.000 wäre dann natürlich ein sehr schönes Anlauflevel, da das eine massive Unterstützungszone ist. Und darauf spekuliere ich zumindest, dass wir in diese Richtung zurückfallen. Und ja, sollten wir eben in diese Richtung 17.000 zurückfallen, dann könnte es sogar interessant werden, sich wieder auf die Long-Seite zu stellen, weil wir dann natürlich sehen, der Dekadenzyklus wird positiv. Das Sentiment wird dann sicherlich sehr negativ sein. Das könnte auch für einen Long-Einstieg sprechen. Und wir haben ja auch gesehen, ab Ende Mai in etwa kann man auch in den Wahljahren mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Märkte wieder ansteigen könnten. Also das könnte dann durchaus ein interessantes Level sein, aber davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Ja, ich habe schon mal die Seite von OnVista aufgerufen, um nochmal zu zeigen, wie man einen entsprechenden Discount-Put-Optionsschein raussuchen kann. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, mit Knockout-Produkten zum Beispiel das Ganze umzusetzen. Oder aber auch gerade, wenn die Volatilität so gering ist, sich mal Optionsscheine anzuschauen. Denn gerade bei Optionsscheinen, bei klassischen Optionsscheinen, da hat man dann eben den positiven Fall. Sollte der Markt fallen und wir haben einen Put-Optionsschein gekauft, dann haben wir natürlich zum einen den Basiswert, der in unsere Richtung läuft. Aber die Volatilität zieht auch an und die hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Optionsscheinpreis. Das heißt, wir könnten dann überproportional nochmal aufgrund dieser Tatsache an einer Abwärtsbewegung partizipieren oder davon profitieren. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze mit Discount-Optionsschein umzusetzen, denn sollte der Markt jetzt nicht zurücksetzen, wie ich das erwarte, sondern eher seitwärts laufen und in einer Seitwärtsrange von 400, 500 Punkten hin und her tingeln, dann kann man eben mit Discount-Put-Optionsschein auch eine sehr attraktive Seitwärtsrendite erzielen. Und da ist es mir immer sehr wichtig auch, man muss ja nicht sagen, ich handle nur Discount-Optionsscheine oder nur Knockouts oder nur Optionsscheine.
sondern ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich das Ganze aufteile. Also ein gewisser Betrag wird in Discount-Optionsschein eingesetzt, ein anderer Betrag in klassischen Optionsschein und ein weiterer Betrag, ein anderer Anteil meines Depots in Knockout-Produkten. Ja, man muss ja nicht entweder oder, sondern man kann das Ganze auch ganz gut aufteilen. Denn bei Knockout-Produkten, gerade wenn diese eine Open-End-Laufzeit haben, da haben wir ja das Problem, dass wir Finanzierungskosten bezahlen müssen. Also haben wir natürlich tendenziell einen Nachteil, wenn der Markt seitwärts läuft. Mit Discount-Optionsscheinen kann man davon entsprechend positiv profitieren. Sollte der Markt stark einbrechen, haben wir den Nachteil bei Discount-Put-Optionsscheinen, dass wir irgendwo gecapped sind. Bei Knockout-Produkten eben nicht. Also lohnt es sich dann in solchen Phasen natürlich wieder mehr Knockout-Produkte zu gehen. Genau aus diesem Grund teile ich das Ganze ganz gerne auf. Und dann kann man das natürlich nochmal weiter aufteilen, indem man verschiedene Hebel kauft, indem man verschiedene Basispreise bei den Discount-Puts kauft, andere Laufzeiten, um darüber auch nochmal das Risiko etwas steuern zu können. Jetzt können wir mal gemeinsam schauen, welche Discount-Put-Optionsscheine sich in diesem Fall anbieten können. Wir haben gesehen, es gab ein Allzeithoch, momentan noch beim DAX knapp unterhalb von 18.600 Punkten. Und dann schauen wir doch mal rein, welche Möglichkeiten es momentan gibt, sich hier auf die Short-Seite zu stellen. Ich habe das Ganze schon mal aufgerufen, also Discount-Optionsscheine auf den DAX. Dann wähle ich die Short-Seite aus. Und als nächstes fangen wir vielleicht mal an mit der Laufzeit. Jetzt haben wir gesagt, bis Ende Mai könnte es eine Korrektur geben. Also Laufzeit sollte meiner Meinung nach mindestens Juni 2024 sein. Jetzt haben wir die Auswahl getätigt und jetzt können wir mal sagen, wir wollen den Floor wählen oberhalb des bisherigen Allzeithochs. Allzeithoch war knapp unterhalb von 18.600. Also wählen wir den Floor mal bei 19.000 und jetzt machen wir den Basispreis auf 19.500, damit wir einen Abstand von 500 Punkten haben. Und dann sehen wir schon, wow, es gibt einige Produkte, die hier angeboten werden. Und ihr seht auch, wie wichtig es ist, zu vergleichen bei diesen Produkten. Ja, denn es geht ja hier um Seitwärtsrenditen und die Seitwärtsrendite, die fällt umso geringer aus, je höher der Preis aktuell ist, den wir bezahlen müssen, weil unsere maximale Auszahlung beträgt 5 Euro bei allen diesen Produkten, die angezeigt werden. Und dann macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich zu 4,05 Euro, zu 4 Euro oder zu 3,88 Euro einsteige. Jetzt muss man, um das konkret vergleichen zu können, mal sagen, wir haben hier ein Produkt von der UniCredit. Da ist die Laufzeit leicht anders, 18.06. Aber das wäre mir jetzt egal, diese 3 Tage Unterschied. Aber um jetzt eben einen konkreten, korrekten Vergleich anstellen zu können, muss ich eben mal die Laufzeit 21.06. wählen. Da habe ich hier ein Produkt der DZ Bank, 19.5 auf 19.000. 21.06. Laufzeit kostet 4 Euro am Freitagabend. Dasselbe Produkt von Morgan Stanley, 19.500 Basispreis, 19.000 Floor, selbe Laufzeit, kostet 3,88 am Freitagabend. Und jetzt können wir mal schauen, was das für einen Unterschied ausmacht in der Seitwärtsrendite PA, um das vergleichen zu können. Bei dem Produkt von Morgan Stanley, 100, sagen wir mal aufgerundet, 137% PA, die wir erzielen können. Und bei dem Produkt von DZ Bank aufgerundet, 119% PA. Also ein deutlicher Unterschied in der Seitwärtsrendite auf das Jahr hochgerechnet. Also es macht natürlich Sinn, Produkte zu vergleichen, um dann zu schauen, welches könnte es sich hier eben entsprechend anbieten. Jetzt nehmen wir noch das Produkt von der UniCredit dazu und sehen 115,7%. Wie gesagt, ist eine leicht andere Laufzeit, aber man sieht schon, die PA-Rendite dann noch mal geringer als bei dem Produkt der DZ Bank. Also es macht durchaus Sinn zu vergleichen, aber es sei auch noch mal dazu gesagt, es ist natürlich nichtsdestotrotz ein spekulatives Produkt. Ja, das sieht man natürlich an dieser Seitwärtsrendite PA, dass es hier kein Sparbuch ist, in das wir einzahlen, sondern es ist ein hochspekulatives Produkt, denn sollte der DAX am 21.06. oberhalb von 19.500 notieren, dann verfällt das Produkt wertlos. Ja, das ist wie bei einem klassischen Optionsschein dann. Sollten wir zwischen Basispreis und Floor notieren, dann wird die Differenz ausgezahlt und sollten wir eben fallende Notierungen sehen, also der Markt steht unter 19.000, dann wird eben entsprechend immer die 5 Euro ausgezahlt. Jetzt sieht man, die Maximalrendite ist natürlich gleich der Seitwärtsrendite, 28,87%. Also eine ordentliche Seitwärtsrendite, die sich hier momentan erzielen lässt. Und jetzt können wir einfach mal schauen, wie wäre es denn, wenn wir noch weiter nach oben gehen und das Risiko so natürlich noch weiter reduzieren. Ich wähle jetzt mal 20.000 Basispreis, 19.500
den Floor. Und dann sieht man auch hier, die günstigsten sind die Morgan Stanley Produkte. Aktuell am Freitag konnte man dort einsteigen zu 4,55. Seitwärtsrendite PA 47% oder eben auf die Laufzeit 10%. Ja, gar nicht uninteressant, sich auch mal so ein Produkt dann anzuschauen. Das ist das, was ich meinte. Man kann dann ja auch in verschiedene Laufzeiten gehen. Man kann sich verschiedene Floors und Basispreise anschauen und dann sagen, okay, ich nehme mal ein bisschen was rein mit einer potenziellen Rendite von 10%, ein bisschen was mit einer potenziellen Rendite von vielleicht 30% und kann das Risiko damit auch nochmal etwas abmildern. Jetzt haben wir ja eben gesehen, wir notieren aktuell bei ungefähr 18.200 Punkten. Ja, also wenn man sich den nachbörslichen Handel dann noch anschaut, wir waren hier sogar unterhalb von 18.200, aber sagen wir mal 18.200 Punkte. Das heißt, der DAX könnte von jetzt an seitwärts laufen, er könnte fallen oder er könnte 1.300 Punkte steigen bis 19.500 Punkte und wir würden trotzdem eine positive Rendite haben von 47% PA. Das ist natürlich der Wahnsinn und das zeigt eben, wie man auch das Risiko dann immer weiter runterfahren kann, beziehungsweise anders ausgedrückt, wie man die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Trade einen Gewinn zu erzielen, immer mehr auf seine Seite bringen kann, indem man eben verschiedene Vorfilter nutzt, die mir schon anzeigen, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass wir einen Rücksetzer sehen könnten. Plus, ich gehe in den Chart rein und sehe auch aus charttechnischer Sicht, ja, zeigt es mir an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist momentan. Plus, ich suche mir noch ein Produkt raus, mit dem ich auch nochmal die Wahrscheinlichkeit mehr auf meine Seite hole. Denn sollte der Markt jetzt doch leicht ansteigen oder seitwärts laufen, kann ich trotzdem eine enorme Seitwärtsrendite erzielen. Also so kann man es natürlich schaffen, entsprechend ja, zu den Gewinnern zu gehören. Und ich hatte gerade gestern natürlich wieder extrem tolle Gespräche, die mich sehr gefreut haben, weil wie ihr wisst, habe ich ja seit einiger Zeit einen kostenlosen Telegram-Kanal gestartet und dort eben vorgestellt, wie man diese Discount-Optionsscheine auch für Day-Trading einsetzen kann. Denn man schafft es eben dadurch, deutlich mehr Ruhe ins Trading zu bekommen. Denn die Discount-Optionsscheine können während der Laufzeit nicht ausnocken, sondern nur am Ende der Laufzeit wertlos verfallen. Während der Laufzeit gibt es keinen Knockout und die Schwankungen fallen natürlich deutlich geringer aus, zumindest bei den Produkten, die ich auswähle in dem Kanal. Da fallen die Schwankungen deutlich geringer aus als bei Knockout-Produkten. Und das führt eben zu extrem viel Ruhe im Trading. Und das war das Feedback, was ich gestern erhalten habe von sehr vielen Teilnehmern, die auch auf dem Börsentag in Wien dabei waren und gesagt haben, Ingmar, das hat mir wirklich geholfen. Ich bin jetzt ruhiger in meinem Trading und ich schaffe es, Gewinne zu erzielen damit, auch im Daytrading. Und das ist genau mein Ziel mit dieser Gruppe, dass man es schafft, eben entsprechend zu den Gewinnern zu gehören. Denn da sind natürlich die wenigsten unterwegs. Wir wissen, wenn wir Statistiken sehen, immer wieder sehen wir im aktiven Trading 80-90%. Geht man davon aus, der privaten Trader verlieren im aktiven Trading. Und wenn man sich dann sogar mal das Daytrading anschaut, da sind es dann teilweise weniger als 1%. Ich hatte ja mal einen Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung ja, kopiert, habe den mal reingestellt, den Link in meine Telegram-Gruppe. Und da stand drin, weniger als 1% der Daytrader schaffen es, Gewinne zu erzielen. Und das zeigt natürlich auch, mit welcher Demut man eigentlich in den Markt kommen sollte. Bin dann auch manchmal ein bisschen verwundert, wenn es mal Drawdown-Phasen gibt, dass jemand denkt, man gehört, kann ständig zu den Gewinnern gehören. Nein, Drawdown-Phasen sind vollkommen normal, gehören dazu, sollte man auch akzeptieren. Und das ist eben der wichtige Punkt, man sollte diese Demut mitbringen, sich immer wieder klar zu machen, wenn wir 100 Leute treffen, 100 Trader, müssten wir einer sein, der erfolgreich ist und alle anderen 99 sind eben nicht erfolgreich im Daytrading. Ja? Und das muss man sich klar machen. Und jetzt kann man das eben versuchen, über den Einsatz von Discount-Optionsscheinen zu verbessern, weil irgendwann sollte es natürlich auch mal Klick machen. Man sollte irgendwann sagen, war das, was ich gemacht habe, in den letzten 5 oder 10 Jahren erfolgreich? Ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, dann sollte man anfangen, Dinge zu ändern. Und auch da hatte ich gestern ein interessantes Gespräch, weil einer der Besucher zu mir gesagt hat, ja, Ingmar, das Problem ist eben, ich glaube, einige sind dann so tief drin und machen immer so weiter, weil sie hoffen, irgendwann wird es besser. Und das ist eben genau das Problem. Man hofft, es wird besser. Man hat immer gehört, zum Beispiel Charttechnik funktioniert, es ist doch alles ganz easy. Man muss doch immer nur irgendwelche Trendlinien einzeichnen, wird irgendwann erfolgreich. Aber wenn man es 5 oder 10 Jahre nicht geschafft hat, dann sollte man meiner Meinung nach irgendwann sagen, okay, jetzt fange ich an,
Dinge mal wirklich auf ein anderes Level zu ziehen. Jetzt fange ich an, beispielsweise Discount-Optionsschein einzusetzen. Man kann es ja auch einfach mal probieren. Also öffnet doch einfach mal ein zweites oder ein drittes Konto und sagt, auf diesem Konto zahle ich jetzt einen gewissen Betrag ein und da handle ich nur mit Discount-Optionsschein. Und am Ende des Tages, nach einigen Wochen, mache ich mal einen Vergleich. Wie ist es gelaufen mit den Knockout-Produkten und wie ist es gelaufen mit den Discount-Optionsscheinen? Und da geht es ja nicht immer nur um die Performance, das auch. Aber es geht eben auch darum, wie viel Ruhe habe ich vielleicht in mein Trading gebracht. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich in Knockout-Produkten investiert bin und kann abends nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit nur permanent nervös bin und muss asiatische Märkte verfolgen und so weiter. Sondern auch da geht es darum, mehr Ruhe in sein Leben zu bringen, aber natürlich auch mehr Ruhe vor allem ins Trading zu bringen. Und in der Regel werdet ihr feststellen, über einen längeren Betrachtungszeitraum, dass ihr mit den Discount-Optionsscheinen wahrscheinlich durch die Ruhe mehr Erfolg in euer Trading gebracht habt. Denn das ist zumindest das, was auch die Umfragen zeigen. Ich hatte ja immer wieder Umfragen hier auch gestartet und dann waren es teilweise eher 60, 70, 80%, die gesagt haben, ich schaffe es endlich erfolgreich zu handeln. Und damit haben wir natürlich diese Statistik von wegen alle verlieren im aktiven Trading komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist eben mein Ziel dieser Telegram-Gruppe. Also wenn ihr noch nicht dabei seid, kommt auch da gerne dazu. Ist wie gesagt ja kostenlos. Ihr könnt einfach die Telegram-App euch runterladen und wenn ihr das gemacht habt, dann sucht ihr in der Telegram-App nach IK-Invest. Ja, so heißt die Gruppe und dann solltet ihr auch mein Gesicht sehen und könnt einfach dem Ganzen folgen und wie gesagt, wenn ihr dann kein Interesse mehr habt, dann deabonniert ihr das einfach wieder, ist ja ohnehin komplett kostenlos. Und als kleines Schmankerl vielleicht noch, in den letzten Wochen habe ich immer wieder auch mal aufgezeigt, wie ich im Daytrading unterwegs bin. Auch das werde ich immer wieder dann mal vorstellen, natürlich nicht jeden Tag. Wir hängen hier in einigen Positionen noch drin, deswegen war das jetzt über einige Tage, wo ich dieses Live-Session angeboten habe und auch noch am Montag das weitermachen werde. Aber es wird da nicht jeden Tag stattfinden. Jeden Tag gibt es aber einen entsprechenden Call und einen Put, den man einsetzen kann, wenn man das möchte. Und dementsprechend wird es ab und zu diese Live-Sessions geben, wo ich dann konkret die Einstiege und Ausstiege hier poste. Und ihr seht hier ganz unten da nochmal der Hinweis auf das aktuelle Angebot, dieses Bonusprogramm von Finanzen Net Zero. Das habe ich ja für euch eben entsprechend mit Finanzen Zero verhandelt, dass man eben, wenn man jetzt sehr aktiv handelt, einen entsprechenden Bonus bekommt. Wenn ihr da Interesse habt, ich kopiere euch den Link gerade auch nochmal in den Chat rein, könnt ihr euch die Teilnahmebedingungen nochmal durchlesen. Die seht ihr, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr, wann ihr welchen Bonus bekommen könnt. Und das sind immerhin bis zu 1.000 Euro, die man hier erhalten kann, wenn man aktiv handelt. Und das bei einem Broker, wo man entsprechend auch die Transaktionsgebühren auf Null setzen kann, wenn man 500 Stücke mindestens handelt. Also schaut es euch an. Wichtig ist aber, und das sei noch dazu gesagt, dass man über die Web oder über die Web-Applikation oder über die App entsprechend handeln muss, also nicht über irgendeinen Drittanbieter, sondern direkt bei Finanzen Zero und dann kann man sich hier diese 1.000 Euro sichern und das ist für jemanden, der aktiv handelt, natürlich relativ schnell umsetzbar. Die 1.000 Transaktionen pro Monat sind ja 500 Roundturns und wenn man so handelt wie ich mit vielen Teileinstiegen und Teilausstiegen, dann ist das natürlich relativ schnell umsetzbar und man kann dann sich diese 1.000 Euro zusätzlich noch abholen. Und wie gesagt, wer das Ganze noch nicht umgesetzt hat, versucht es einfach mal. Das ist jetzt auch eine super Möglichkeit, dann zusätzlich noch Geld zu bekommen, ein Konto zu öffnen, dort dann etwas Geld einzuzahlen und dann mal versuchen, mit Discount-Optionsschein im Daytrading unterwegs zu sein. Und ihr werdet sehr wahrscheinlich feststellen, dass es zu deutlich mehr Ruhe führt. So, jetzt gucke ich gerade noch mal kurz rein, ob Fragen gekommen sind zu den Discount-Optionsscheinen. Ansonsten werden wir weitergehen zu weiteren Märkten, denn es kamen auch hier schon einige Fragen natürlich rein zu den verschiedenen Rohstoffen. Da werde ich gleich dann auch nochmal drauf eingehen. Ja, Max, hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen gestern. Vielen Dank für deine Nachricht hier. Ich kann jetzt leider nicht so schnell antworten im Schriftlichen, weil der René nicht dabei ist. Ansonsten würde ich jetzt auch nochmal schreiben, aber hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ja, vielen Dank auch natürlich für das ganze tolle Feedback, was du mir gegeben hast zu dieser Webinarreihe und den Kanälen wie Telegram und so weiter. Die Eva fragt, lässt du Discount-Optionsscheine zum Beispiel im privaten Account wertlos verfallen? Ja, das kommt natürlich mitunter auch manchmal vor, leider. Ich nutze Discount-Optionsscheine
tendenziell natürlich sehr aktiv und halte die nicht bis zum Laufzeitende. Heißt also, wenn ich irgendwo einsteige, und wir reden jetzt nicht über Daytrading, sondern über mittelfristige Trades, aber wenn ich Positionen eben eröffne, dann wird da auch entsprechend, wenn die sich positiv entwickelt haben, auch schnell mal wieder verkauft. Aber natürlich in Extremfällen kann es auch mal vorkommen, dass diese Positionen auch mal ins Minus laufen. Jetzt geht es dann natürlich auch, schreibt die Eva, um die steuerliche Betrachtung. Also ich gehe ja sehr stark davon aus, dass es hier eine Änderung geben wird. Es gab ja die ersten Gerichtsurteile, die auch bestätigt haben, dass es nicht sein kann, dass man eine Beschränkung hat bei den Verlusten, aber Gewinne voll versteuern muss. Und ich gehe davon aus, dass, also sehr stark davon aus, dass das dann entsprechend auch Änderungen findet. Aber 100% sicher kann man sich natürlich nie sein bei solchen Steuerfragen. Aber ich sag mal, wenn das erste Gericht jetzt schon das bestätigt hat, dann gehe ich mal davon aus, dass das natürlich auch dann entsprechende Anpassungen findet. So. Eine Sekunde. Ja, der Franz fragt, was bedeuten die roten Balken unten? Ich denke mal, es geht wahrscheinlich hier um diese Balken, die grünen und die roten. Da geht es ja einfach ums Volumen, was gehandelt wird. Ist für mich jetzt tatsächlich komplett irrelevant. Das Einzige, was man eher sich angucken könnte, wäre das Price-Volume-Profile. Wenn man dann zum Beispiel auf der rechten Seite sieht, auf welchen Preislevels wie viel gehandelt wurde, das ist dann für mich deutlich interessanter. Aber jetzt hier unten, das Volumen interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Und wenn es dann mal vielleicht so Lücken gibt hier irgendwo, liegt vielleicht auch an irgendwelchen Kursfehlern, kann ich gar nicht sagen, weil ich mir das tatsächlich gar nicht angucke, aber das wird sehr wahrscheinlich ein Kursfehler gewesen sein. So. Ja, Helmut fragt, profitieren Discount-Optionsscheine auch von der Volatilität? Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, welche Produkte man sich anschaut, ob man auf der Call-Seite, auf der Put-Seite unterwegs ist und ob das Produkte sind, die sich sehr weit im Geld befinden oder sehr weit aus dem Geld befinden. Also Produkte, die zum Beispiel sich sehr weit im Geld befinden, die ich einsetze, die haben sogar eher kurzfristig, als der Markt so runtergekommen ist, wenn man sich nur den Wohler-Einfluss anschaut, sogar eher einen nachteiligen Effekt gehabt von ein paar Cent. Aber aufgrund der Entwicklung des Basiswerts haben sie davon positiv profitiert, auch von dieser Abwärtsbewegung. Aber man kann sich das immer so vorstellen. Wir haben bei Discount Calls wie auch bei Discount Puts zwei Optionen. Also das macht natürlich alles der Emittent für uns. Da braucht ihr ja keine Sorgen zu haben. Wir kaufen ja nur diese eine WKN, den Discount Call oder eben aber den entsprechenden Discount Put. Der Emittent hinten dran sichert aber seine Positionen ab. Das heißt, was macht er? Er kauft bei einem Discount Call eine Option mit dem Basispreis und verkauft eine Option mit dem Basispreis auf Höhe des Caps. Ja, das heißt also, hier fließen zwei Optionskomponenten ein und je nachdem, welchen Einfluss die Volatilität auf den Basispreis oder auf den Floor sozusagen hat, hat das dann einen entsprechenden Einfluss auch auf die Discount-Optionsscheine. So. Ja, Katharina fragt noch, welchen Vorteil bieten Optionsscheine im Vergleich zu K.O. oder Discount US? Also ich hatte es ja eben schon gesagt, dass vor allem der Wohler-Einfluss und natürlich immer die Tatsache, wenn man jetzt den Optionsschein mit dem K.O. vergleicht, dass man eben keinen Knockout hat während der Laufzeit. Ja, das ist eben das Positive. Auf der anderen Seite bei klassischen Optionsscheinen, da haben wir einen Zeitwert, den wir bezahlen müssen. Und kann natürlich dann auch entsprechend teuer sein, sowas zu kaufen. Wenn dann der Markt nur seitwärts läuft, hat man eben auch nichts davon. Deswegen sind Discount-Optionsscheine wieder dann interessanter in Seitwärtsphasen. Also man sieht schon, in jeder Phase des Jahres oder eines Marktes gibt es verschiedene Produkte, die sich anbieten könnten. Deswegen aber auch unterteile ich das Ganze und handle nicht nur Knockouts oder nicht nur Discounts, Discount-Optionsscheine und so weiter. So. So, jetzt komme ich mal ein bisschen zu anderen Fragen noch, die ja aufgekommen sind. Und zwar fangen wir vielleicht mal, ich gehe noch mal ganz nach oben und dann fangen wir an mit
Platin, das war einer der ersten Märkte, die hier gefragt wurden. Also schauen wir uns als nächstes mal den Platinpreis an. Wir hatten ja, soweit ich weiß, beim letzten Webinar relativ ausführlich über die Edelmetalle gesprochen. Aber Platin, da können wir uns ganz kurz das Ganze nochmal anschauen, wie denn momentan die Vorfilter hier aussehen. Ich habe jetzt selber keine Position aktuell mehr offen, bin aber natürlich nicht abgeneigt, neue Positionen zu öffnen. Das ist ja gar keine Frage. Momentan müssten wir uns aber zunächst einmal die Vorfilter anschauen, wie diese momentan aussehen. Sentiment leicht negativ. Wir sind aber noch in keinem extremen Bereich. Also ich würde es eher als neutral bis leicht negativ beziffern, das Sentiment. Also das würde ein leichtes Long-Signal geben. Aber Saisonalität jetzt hier auch nicht mehr so positiv wie in den Monaten Oktober bis Februar. Also auch hier hat diese positive saisonale Phase nun geendet. Wir sehen jetzt hier eher eine Seitwärtstendenz, dann sogar eher eine Abwärtstendenz. Also auch das gibt kein Long-Signal her. COT-Daten würde ich noch als leicht long definieren, aber insgesamt, wenn ich mir die Vorfilter jetzt anschaue, ist das für mich kein Kaufkandidat mehr. Also kein Kaufkandidat, weder für die Long-Seite noch für die Short-Seite, weil nur die COT-Daten momentan wirklich dafür sprechen würden, hier nochmal eine Long-Position aufzubauen. Von den anderen Vorfiltern ist mir das zu neutral. Deswegen wäre das für mich jetzt nicht mehr interessant, hier noch einzusteigen. Ja, Sojabohnen hatte ich ja gerade eben gesagt, habe ich gestern in Wien besprochen und kam jetzt gerade eben auch die Frage, wie es denn bei Sojabohnen momentan aussieht, ob ich da nochmal kurz drauf eingehen kann. Klar, mache ich natürlich sehr gerne. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie hier die verschiedenen Vorfilter aussehen, denn sie sehen meiner Meinung nach extrem bullig aus. Wir haben hier die COT-Daten und jetzt gehen wir einfach mal sehr, sehr weit zurück in die Vergangenheit und sehen, dass das hier die größte Netto-Long-Positionierung ist der Vergangenheit, beziehungsweise vielleicht so mit 1997 ungefähr auf einem Level sind wir da. Aber wir sehen, wir sind hier auf einem Extremniveau. Und das ist jetzt ein sehr langer historischer COT-Chart von 1989 bis jetzt. Also alleine schon die COT-Daten zeigen mir ganz klar an, dass das hier ein potenzieller Long-Kandidat ist. Sojabohnen. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit den anderen Vorfiltern, dann sieht man eben, das Sentiment ist extrem negativ. Auch das als Kontraindikator spricht wieder dafür, die Long-Seite zu favorisieren. Und wir sind eben hier in einer sehr positiven saisonalen Phase bis Ende Juni in etwa soll der Sojabohnenpreis weiter ansteigen. Also, das ist für mich ein klarer Long-Kandidat auf dem aktuellen Level, wenn man sich eben diese verschiedenen Vorfilter hier momentan anschaut. Also, alle drei Vorfilter sprechen eigentlich eine relativ klare Sprache. Aber der Sojabohnenpreis konnte mitunter noch nicht davon profitieren, dass die Vorfilter das entsprechend anzeigen. Und das ist wieder etwas, was nochmal wichtig ist zu betonen. Auch wenn das so aussieht, aufgrund dieser Vorfilter, dass alles positiv ist, dass der Markt ansteigen könnte, heißt das natürlich nicht, dass es so kommen muss. Das muss immer klar sein. Wir sind hier übergeordnet noch ganz klar in einem Abwärtstrend gefangen. Aber wir sehen schon, dass sich zumindest jetzt so aussieht, dass hier eventuell ein Boden gefunden wird. Jetzt könnte man natürlich warten, bis dieses letzte Zwischenhoch bei 1230 in etwa nach oben durchbrochen wird. Aber da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Also es gibt da immer zwei Strategien. Entweder jetzt schon einsteigen, dann darauf spekulieren, dass hier ein Ausbruch nach oben kommt und wir auf 1250, 1300, 1350, 1400 ansteigen. Oder man wartet eben, bis hier ein letztes Zwischenhoch nach oben durchbrochen wird, vielleicht diese 1211. Aber es gibt natürlich immer nicht nur dies oder das, sondern man kann das Ganze auch kombinieren, indem man zum Beispiel sagt, man kauft jetzt eine kleine antizyklische Position und sollte der Markt weiter ansteigen und dann einen Ausbruch vollziehen nach oben, dann könnte man weitere Positionen dazu kaufen oder aber auch, wenn der Markt weiter fällt, auch nochmal die Position aufstocken. Also das ist ja das, was wir immer wieder hier betonen, dass es sich durchaus anbietet, mit Teileinstiegen und Teilausstiegen zu arbeiten. Also auch das macht natürlich hier bei Sojabohnen dann entsprechend Sinn, wenn man hier auf der Long-Seite unterwegs sein möchte. Und ich werde auch nochmal nachfragen. Ideal wäre es natürlich, wenn wir vielleicht hier einen Discount-Call-Optionsschein emittiert bekommen würden. Das ist teilweise nicht so einfach bei diesen ganzen Soft-Commodities. Soft-Commodities ist ja ohnehin ein Nischenmarkt. Da sind wir in dieser Gruppe wahrscheinlich fast die einzigen in Deutschland, die solche Märkte dann im privaten Trading handeln. Dann haben wir Discount-Optionsscheine, nochmal Nischenmarkt und dann muss man erstmal jemanden finden, der darauf was emittieren kann. Und es müssen ja dann Vola-Kurven gepflegt werden und so weiter und so fort. Aber ich probiere es dann.
Und schau mal, denn das wäre natürlich eine ganz interessante Möglichkeit, sich hier auf die Long-Seite zu stellen mit einem Discount-Call. Denn sollte dann sogar der Sojabohnenpreis seitwärts laufen, können wir natürlich trotzdem davon profitieren. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Man schafft es dann so, die Wahrscheinlichkeit mehr und mehr auf seine Seite zu bekommen. Denn die Vorfilter zeigen an, dass die Long-Seite jetzt zu favorisieren sein könnte. Plus, aus charttechnischer Sicht haben wir zumindest jetzt hier eine Bodenbildung. Plus, wir könnten das Ganze dann mit einem entsprechenden Discount-Optionsschein natürlich noch wunderbar hinbekommen, hier die Wahrscheinlichkeit mehr auf unsere Seite zu bekommen. So, schauen wir weiter. Sojabohnen haben wir abgehakt. Ja, Eva fragt, ob wir uns nochmal Zucker anschauen können. Habe ich momentan tatsächlich auch keine Position offen. Deswegen, klar, können wir trotzdem gerne uns das Ganze angucken. Und zwar gehen wir mal hier auf Zucker und sehen übergeordnet jetzt hier schon seit einiger Zeit mehr oder weniger so eine Seitwärtsphase. Also gerade seit Anfang 24, Ende 23 läuft der Zuckerpreis hier seitwärts und die, ja, Phasen scheinen sich etwas zu verengen oder diese breite Seitwärtsrange scheint sich etwas zu verengen. Für mich aber auch hier natürlich zunächst einmal interessant, wie die verschiedenen Vorfilter aussehen, um sich erstmal ein Bild zu machen, ob die Long-Seite oder die Short-Seite hier von Interesse ist. Also, Saisonalität zeigt aktuell noch leicht abwärts bis Ende Mai, danach klare Aufwärtstendenz. Also ab Juni wird es dann interessant für Long-Seite. Aktuell wäre das für mich jetzt noch kein Long-Trade, aber auch kein Short-Trade mehr. Da sind wir jetzt schon zu weit fortgeschritten. Und wir sehen ja jetzt hier nur noch diese ganz kleine abwärts gerichtete Phase, würde sich jetzt aufgrund der Saisonalität für mich nicht mehr anbieten. COT-Daten auch neutraler Bereich, wenn man hier sehen kann. Wir sind auf keinem Extremniveau. Weder sind wir deutlich netto long, noch deutlich netto short bei der Positionierung. Und als letztes schauen wir noch auf das Sentiment. Und ich hoffe, das lädt jetzt, weil das eben nicht geladen ist. Ja, interessanterweise auch das Sentiment ist neutral. Und das ist auch genau das, was der Chart eigentlich momentan widerspiegelt. Denn nämlich es gibt jetzt gerade keine klare Tendenz. Der Markt tendiert seitwärts und aufgrund der Vorfilter gibt es hier nichts zu sagen momentan. Also ich werde da weder long noch short momentan einsteigen. So. Gehen wir weiter runter. Ja, also genau, Discount-Optionsscheine, keine Frage, habe ich ja gesagt, wie die strukturiert sind. Also das sind im Endeffekt, wenn man das mit Optionen umsetzen wollen würde, sind das Bull- und Bear-Spreads. Also man kauft eine Option und verkauft eine Option, kann man damit Optionen umsetzen. Oder aber auch, wenn man Discount-Optionsscheine kauft, dann übernimmt das ja der Emittent. Ja, der Max schreibt, ich bin bei Sojabohnen mit zwei kleinen Futures drin und gehe beim Breakout auf einen großen. Ja, also so genau ist das gerade, was ich eben auch gesagt habe, dass man das immer ganz gut so natürlich umsetzen kann. So, der Ray fragt nach Zucker und nach Kaffee. Zucker und Kaffee passt natürlich gut zusammen. Zucker haben wir jetzt gerade abgehandelt, also können wir als nächstes uns zusammen den Kaffeepreis anschauen und mal sehen, wie denn momentan dort die Lage aussieht. Und das ist meiner Meinung nach ein Wert, der wirklich interessant ist für die Short-Seite, denn wir sehen, dass verschiedene Vorfilter dies entsprechend anzeigen. Zunächst einmal schauen wir auch hier wieder auf die COT-Daten und die, ja, sind zumindest für mich für die Short-Seite interessant, denn die Commercials haben jetzt ihre Netto-Short-Positionierung deutlich ausgebaut. Wir sind jetzt hier auf diesem Level von 2021, 2022. Danach gab es eine Top-Bildung und es ging deutlich abwärts. Wir sind hier auf dem Level von Mitte 2020. Danach gab es eine kleine Abwärtsbewegung. Wir sind auf dem Level von 2016. Danach gab es eine deutliche Abwärtsbewegung. Also alleine die COT-Daten bei Kaffee zeigen mir schon mal an, dass hier die Short-Seite durchaus von Interesse sein könnte. Als nächstes schauen wir auf das Sentiment und das ist jetzt natürlich extrem bullig. Die Marktteilnehmer gehen jetzt davon aus, dass der Kaffeepreis weiter ansteigen sollte. Und das als Kontraindikator zeigt ebenfalls an, dass die Short-Seite jetzt zu favorisieren ist. Es sei nochmal betont, es ist kein perfektes Timing-Instrument. Es gibt zum Beispiel Phasen hier 2021, 2022. Da waren die Marktteilnehmer über einen längeren Zeitraum sehr bullig.
Ja, es gab irgendwann diese Abwärtsbewegung, aber vorher ging es nochmal deutlich aufwärts, bevor dann irgendwann diese Abwärtsbewegung einsetzte. Es gibt aber auch Phasen, wo es zum Beispiel sehr gut funktioniert hat. Ende 2019, Marktteilnehmer bullig, danach direkt abwärts. 2016, Marktteilnehmer bullig, danach direkt abwärts. 2014, bullig, danach direkt abwärts. Also es gibt diese Phasen, wo es perfekt funktioniert vom Timing her, aber es gibt eben auch diese Phasen, wo es nicht gut funktioniert vom Timing, irgendwann dann aber eine Abwärtsbewegung folgt. Also darauf muss man sich einstellen und vor allem genau aus diesem Grund nicht nur einen Vorfilter nutzen, zumindest meiner Meinung nach, sondern man sollte entsprechend ja, das Ganze so nutzen und kombinieren mit anderen Vorfiltern. Und der erste Vorfilter COT-Daten hat angezeigt, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Der zweite Vorfilter, das Sentiment, zeigt eben auch an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist, denn die Marktteilnehmer sind momentan sehr bullig und gehen, wie gesagt, davon aus, dass der Kaffeepreis weiter steigen sollte. Ganz interessant, Mitte 23, da waren die Marktteilnehmer extrem negativ, gingen davon aus, fällt weiter, was gab es, eine Bodenbildung und dann ging es deutlich aufwärts. Also als Kontraindikator ganz klar, zweiter Vorfilter zeigt auch an, die Short-Seite zu favorisieren. Aber die Saisonalität aktuell noch aufwärts gerichtet und erst ab Ende Mai in etwa könnte man mit einer Abwärtsbewegung rechnen. Da aber die anderen beiden Vorfilter mir ein ganz klares Short-Szenario anzeigen, ja, habe ich hier schon Short-Positionen eröffnet, erste Position eröffnet und werde dann nochmal nachlegen, sollte der Kaffeepreis weiter nach oben anziehen. Denn das sieht natürlich durchaus interessant aus für die Short-Seite und man kann nicht immer davon ausgehen, dass alle Vorfilter dieselbe Sprache sprechen. Aber wir sehen ja schon, dass es durchaus interessant ist aufgrund der eben aufgezeigten Situation. Jetzt sieht man als nächstes im Chart, dass natürlich hier diese Region um 220 auch aus charttechnischer Sicht sehr interessant wäre, sagen wir mal die Region 214 bis 220. Denn das war in der Vergangenheit, wie man hier sehen kann, im Jahr 2021 ein Widerstand. Da sind wir ab und zu mal abgeprallt. Dann aber wurde es zur Unterstützung. Also diese ganze Region eigentlich 200 bis 220 wurde zur Unterstützung. Dann sind wir nach unten durchgelaufen. Dann wurde es wieder zum Widerstand. Wir sind jetzt einmal Anfang 23 dahin gelaufen. Dann wieder runtergelaufen, wieder nach oben angestiegen, wieder an die Marke von 200 bis 220, wieder nach unten abgeprallt und jetzt zieht das wieder in diese Region rein. Also aus charttechnischer Sicht könnte es interessant sein, hier eine Short-Position zu eröffnen. Aber man sieht natürlich schon, Achtung, der Kaffeepreis zieht hier ordentlich an. Man muss da natürlich aufpassen. Wir haben das jetzt bei Kakao erlebt, wie ein Markt auch mal völlig außer Ruder laufen kann und springt dann von einem hoch zum nächsten. Das haben wir jetzt bei Kakao gesehen. Bei Kaffee gehe ich jetzt zunächst einmal nicht davon aus, dass das passieren wird, aber weiß man natürlich nicht. Das heißt auch hier, wenn man auf der Short-Seite unterwegs sein möchte, dann natürlich Positionen klein halten. Und sollte der Markt gegen einen laufen, dann hat man die Möglichkeit, hier auch entsprechend nochmal nachzulegen und nicht eben direkt mit der vollen Positionsgröße hier einzusteigen. Und auch hier könnte es sich anbieten, vielleicht mal nach Discount-Put-Optionsscheinen zu schauen, damit man eben kein Knockout hat. Sollte dann der Markt eher seitwärts laufen oder auch kurzfristig mal gegen einen laufen, dann hat man zumindest die Chance, dass man nicht ausgenockt wird und der Markt vielleicht innerhalb der nächsten Wochen und Monate nochmal zurücksetzt und man dann mit diesem Discount-Puts entsprechend Gewinne einfahren kann. Also das ist auf jeden Fall ein Markt aufgrund der verschiedenen Vorfilter, der durchaus interessant erscheint momentan für die Short-Seite. Das zeigen zumindest die Vorfilter an. Ja, Henning fragt nach Mais. Das war ja der Hauptmarkt, den ich gestern auch vorgestellt habe beim Börsentag in Wien. Und zwar bei Korn sieht das eben auch aktuell sehr interessant aus. Wir haben zum einen die COT-Daten, die meiner Meinung nach einen Long-Einstieg anzeigen, denn wir sind ungefähr auf dem Level von Mitte 2020. Danach gab es diese deutliche Aufwärtsbewegung. Wir sind ungefähr auf dem Level von 2019. Danach gab es eine Aufwärtsbewegung. Also von den COT-Daten her ist das durchaus interessant. Wir sehen, dass die Commercials deutlich netto long positioniert sind. Also erster Vorfilter zeigt an, die Long-Seite zu favorisieren. Sentiment, das wird einen jetzt nicht wundern, ist extrem negativ. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Maispreis weiter fallen sollte. Das haben wir aber auch im Jahr 2020 gesehen. Wir haben eben gesehen, zu diesem Zeitpunkt waren die Commercials deutlich netto long positioniert. Genau zum gleichen Zeitpunkt waren die Marktteilnehmer sehr pessimistisch und gingen davon aus, dass es weiter fallen sollte. Danach gab es diese deutliche Aufwärtsbewegung. Also auch das Sentiment zeigt hier ganz klar, als Kontraindikator, dass die Long-Seite zu favorisieren sein könnte.
Und dann schauen wir schlussendlich noch auf die Saisonalität. Und die ist momentan auch noch aufwärts gerichtet bis Ende Mai, Anfang Juni. Also alle drei Vorfilter zeigen eigentlich bei Korn, also bei Mais, momentan an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist und oder zu favorisieren sein könnte, sagen wir es mal so. Und wenn wir als nächstes auf den Chart blicken, dann könnte man natürlich auch hier wieder sagen, entweder man steigt auf aktuellem Niveau ein oder man wartet eben, bis diese 450 hier nach oben durchbrochen werden. Dann hätten wir auch ein charttechnisches Kaufsignal und spekuliert darauf, dass man Richtung 500, später 550 ansteigt. Also auch hier ist meine Strategie eher schon auf dem aktuellen Niveau eine erste kleine Position zu öffnen und dann darauf zu spekulieren, dass es hier zu einem Ausbruch nach oben kommt und dann der Maispreis hier nach oben wegzieht auf 500 und 550. Das wären zumindest mal die Ziele, die man dann charttechnisch hätte, wenn wir über diese 450 ansteigen sollten. Aber momentan sieht es natürlich auch hier wieder danach aus, dass es eine Geduldsprobe werden könnte, dass der Maispreis auch hier jetzt erstmal einen längeren Boden vollzieht, bis dann irgendwann dieser Ausbruch nach oben erfolgt. Dann kann es aber relativ schnell gehen. Aber ist auf jeden Fall aufgrund der Vorfilter ein klarer, für mich zumindest ein klarer Long-Kandidat. Ja, dann kam jetzt natürlich die Frage rein, wie könnte es bei Kakao weitergehen? Also Kakao bin ich weiterhin auf der Short-Seite unterwegs, habe auch kurzfristig immer wieder mal ja, privat im CFD-Bereich Short-Positionen eröffnet, dann teilweise auch schnell wieder die Position geschlossen, wenn eben diese in Plus gelaufen sind, um eben das Risiko auszunehmen. Aber immer wenn wir über die 10.000-Punkte-Marke angestiegen sind, habe ich dann Short-Positionen eröffnet. Denn man sieht schon, wenn wir gleich mal auf den Chart gucken, eine unfassbare Entwicklung bei Kakao. Das muss man sich ja mal klar machen. Wir haben hier im Oktober 23 in der Region um 3.300 notiert. Im Juni 23 waren wir bei 3.000 etwa. Im März waren wir bei 2.600, also März 23. Und jetzt notierten wir zuletzt bei über 10.000. Also das ist eine unfassbare Bewegung. Aber natürlich eine Bewegung auch, die sehr schmerzhaft ist und sehr teuer war mitunter. Denn natürlich, wie auch der René, war ich auch zwischenzeitlich schon der Meinung, dass der Kakaopreis mal eine Verschnaufspause einlegt. Was ist passiert? Aber ist genau das Gegenteil passiert. Der Markt ist hier von einem Hoch zum nächsten gesprungen, bis über die 10.000er-Marke. Nichtsdestotrotz heißt es für mich, hier immer wieder Short-Positionen aufzubauen. Das liegt zum einen natürlich am Sentiment, was weiterhin extrem bullig ist. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Kakao weiter ansteigen sollte, ist für mich ein klarer Short-Kandidat. Wir haben jetzt hier zumindest aufgrund der Saisonalität keine klare, ja, favorisierte Richtung, zumindest momentan haben wir hier so eine Seitwärtsphase übergeordnet. Würde nicht dagegen sprechen, sich Short zu positionieren. Was mir etwas Kopfschmerzen bereitet, das sind in der Tat die COT-Daten. Denn obwohl der Markt jetzt hier weiter nach oben weggerauscht ist, haben jetzt die Commercials angefangen, ihre Netto-Short-Positionierung abzubauen. Normalerweise, was sieht man, wenn ein Markt anzieht, wie zum Beispiel in dieser Phase hier, ich mache mal die Zukunft weg, in dieser Phase hier, da ist der Kakaopreis angestiegen und die Commercials haben, wie sie es in der Regel immer machen, ihre Netto-Short-Positionierung immer weiter ausgebaut. Aber auf einmal, obwohl der Markt hier so nach oben anzieht, fangen die Commercials an, ihre Netto-Short-Positionierung schon abzubauen. Und das ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Situation. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Ich gehe aber davon aus, dass es bei Kakao eine deutliche Gegenbewegung geben wird. Ihr erinnert euch ja daran und wir haben immer wieder darüber gesprochen. Es gibt diese deutlichen Gegenbewegungen immer wieder. Bei Bauholz zum Beispiel ist auf einmal der Bauholzpreis durch die Decke gegangen, innerhalb von wenigen Wochen wieder komplett eingebrochen. Wir haben es bei Natural Gas gesehen. Natural Gas bis auf $10 angestiegen, dann wieder eingebrochen. Und ich gehe auch davon aus, dass der Kakaopreis entsprechend wieder eine Gegenbewegung einleiten wird und deutlich zurückkommt. Zunächst in den Bereich 8.000, dann in den Bereich um 6.000 bis 6.600. Aber die Frage ist, wann wird das passieren? Genau aus diesem Grund heißt es auch hier, Position extrem klein halten und eventuell auch überlegen, ob man hier nicht vielleicht ja, auf der Short-Seite mit Discount Puts unterwegs sein möchte. Da habe ich zum Beispiel auch einen Discount Put noch laufen. Der ist zwar massiv unter die Räder gekommen, aber sollte es wirklich mal zu einem sehr schnellen, massiven Preissturz kommen bei Kakao, dann könnte es natürlich interessant sein mit Discount Puts auch, wenn die schon weit im Minus sind. Denn es kann eben nicht ausnocken, dieses Produkt, und kann ja dann trotzdem noch in den positiven Bereich irgendwann laufen, zumindest das Minus reduzieren. Mit Knockouts ist es wirklich extrem schwierig. Das muss man ganz ehrlich sagen, denn der Markt läuft hier und läuft und läuft wie auf Schienen. Und dann kann es eben sein, dass man ausgenockt wird. Danach gibt es einen deutlichen Einbruch. Also Hebel klein halten
oder eben mit Discount-Optionsscheinen hier arbeiten, um das Risiko eben entsprechend etwas zu reduzieren. Ja, die Eva sagt, das könnte dauern bei Kakao, es sei denn, es wird ein Kakao-Ersatzprodukt in der Industrie genutzt. Also klar, das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder aber auch ist immer die Frage, ob nicht irgendwann die Nachfrage auch natürlich deutlich abnehmen wird. Wir haben es ja schon letztes Mal besprochen. Man stellt sich vor, eine Tafel Schokolade, die vielleicht bisher 1 Euro gekostet hat, kostet auf einmal 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro. Dann wird natürlich irgendwann entweder der Kakaoanteil massiv nach unten geschraubt oder aber man wird sagen, okay, man muss es eben teurer anbieten. Was wird passieren? Die Konsumenten werden auch weniger konsumieren. Ja, das ist zumindest bei solchen Produkten, bei solchen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Luxusprodukten dann, weil das jetzt ja kein, also Schokolade, man wird auch überleben, wenn man keine Schokolade isst. Also bei solchen Produkten wird es dann natürlich dazu führen, dass man entsprechend weniger konsumiert. Und das könnte natürlich die Nachfrage entsprechend einschränken. Also gerade bei Rohstoffen ist ja eben das Schöne, dass sich oftmals die Märkte dann entsprechend auch wieder irgendwann in ein Gleichgewicht kommen. Denn wenn es solche Übertreibungen gibt, dann werden verschiedene Bauern anfangen, natürlich Kakaopflanzen anzubauen. Das dauert, das ist klar. Aber alleine deswegen wird es natürlich dann irgendwann einen Angebotsüberhang geben und irgendwann bricht natürlich auch die Nachfrage weg, wenn irgendetwas viel zu teuer wird. Ja, Eva schreibt, Kakaoanteil ist jetzt schon niedriger, Schoki schmeckt schlechter. Ja, also dann werde ich hier, berichte ich hier quasi jetzt mit dir, Eva, aus erster Hand. Das ist doch super. So. Ja, da muss man schauen. Also wenn man Discount Puts auf den Kakaopreis sucht, da muss man mal schauen, wer was anbietet. Und vor allem muss man natürlich schauen, welche Laufzeiten dort angeboten werden und ob aktuell noch interessante Produkte verfügbar sind. Wir können gerne mal zusammen reinschauen, ob es jetzt hier Produkte gibt momentan, die interessant sein könnten auf dem aktuellen Niveau. Wir hatten beim letzten Mal ja schon mal besprochen, dass die DZ Bank momentan die einzige Bank ist, der einzige Emittent, der momentan Discount Puts auf den Kakaopreis anbietet. Jetzt muss man aber auf Folgendes achten. Wir sehen hier, Laufzeit ist Juni 2024. Da werde ich gerne auch nochmal nachfragen, ob man schon auf die nächsten Future-Kontrakte Positionen aufbauen kann, also Produkte emittieren kann, weil Juni jetzt natürlich schon relativ knapp ist. Aber dann muss man eben auch mal schauen, was ist denn der höchste Floor, der momentan angeboten wird. Und das ist jetzt hier bei der Juni 24 Laufzeit die 6.700. Ja, das wäre jetzt der höchste Basispreis und Floor, der momentan bei einem Discount-Put auf Kakao angeboten wird. Aber Achtung, jetzt geht es eben wieder darum, das ist eben nicht der aktuelle Future, sondern der Juli 2024 Future, der hier eben als Referenz gilt. Denn der Emittent weiß ja, wie lange dieses Produkt läuft. Ja, das weiß der Emittent ja jetzt schon. Er weiß, es läuft, weil es nicht ausnocken kann, bis Juni 2024. Also nimmt er als Referenz nicht den aktuellen Future, sondern den Juli-Future. Jetzt habe ich es gerade mal aufgerufen. Wir sehen, der Mai-Future steht bei 9.940, der Juli-Future bei 9.466, also auch sehr, sehr hoch. Danach gibt es dann hier deutlichen Einbruch bei den Future-Kontrakten 8.8. Dezember 24 steht nur noch bei 7.800. Aber jetzt haben wir eben schon gesehen, der Floor ist 6.700. Also sind wir ganz, ganz weit weg vom aktuellen Level. Deswegen wäre das jetzt kein Produkt mehr für mich, welches ich jetzt kaufen würde. Würde dann eher Sinn machen zu warten, ob entsprechend nochmal neue Produkte emittiert werden. Ich werde da mal nachfragen, ob da kurzfristig Produkte emittiert werden können. Auch vielleicht mit der Septemberlaufzeit oder Dezemberlaufzeit. Und dann könnte man sich vielleicht lieber auf den Produkten auf die Produkte dann warten und dort dann entsprechende Positionen eröffnen. Ja, Antoine schreibt gerade, über Kakao wurde sogar mittlerweile in der Tagesschau berichtet. Die Bauern in Afrika haben kein Geld, um neu anzubauen. Dazu kommen eben die Ernteausfälle. Ja, also das ist genau natürlich der Punkt, warum eben der Kakaopreis so durch Decke gegangen ist. Aber natürlich kann es auch jederzeit dann mal schauen, wie Eva schon sagt, zu Ersatzprodukten kommen, die dann eben entsprechend in der Industrie genutzt werden. So, jetzt sehe ich, wir haben schon 12 Uhr, Stunde ist vorbei, ging natürlich heute sehr schnell, vor allem für mich, weil ich alleine war und dementsprechend viele Märkte besprechen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute lange über den DAX gesprochen, weil das natürlich der Markt ist, der wahrscheinlich für die meisten hier ein großes Interesse hat oder die meisten ein großes Interesse daran haben.
Ich hoffe, euch hat das Webinar gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, da findet das nächste Trading Insights Webinar statt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ab morgen natürlich gute Trades und ja, würde mich natürlich freuen, euch bei Telegram oder bei YouTube oder wo auch immer begrüßen zu dürfen, wenn ihr dazu stoßen würdet. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.